So, dann melde ich mich kurz zurück. Guten Abend, beziehungsweise dann guten Morgen, der das Video am nächsten Tag abhört. Hier zunächst der Risikohinweis. Und dann geht es auch schon mit dem Dow Jones Index los. Zurzeit erstelle ich ja jeden späten Vormittag, frühen Nachmittag immer ein Dow Jones Setup. Gestern sollte hier der Markt spätestens nach unten drehen. Hier lag ich falsch. Hier ging der Markt eben das Widerstandslevel durch. Konnte bis 17.844 ansteigen. Am Vormittagshandel gab es dann einen Rücksetzer an das Ausbruchsniveau. Und dann eben hier habe ich dann das neue Setup erstellt. Hieß in der Analyse, alles über dieser Marke ist der Dow Jones sowieso long und schaffte hier erstmal kein nächstes Hoch, also kein neues Verlaufshoch. Dann wäre auch anschließend trotz Bruch dieser Marke immer noch die Chance da gewesen, ein neues Verlaufhoch zu machen. So, er ist aber hier direkt angestiegen und näherte sich stark der 18.000er Marke an. So, dann schauen wir auf den Tageschart im Dow Jones Index. Dieses Widerstandsband läuft eben seit letzter Woche mit. Hier gab es eben den bärischen Abpraller, der jetzt definitiv das dritte Mal schon wieder von den Bullen aufgekauft worden ist. Wie in der großen Analyse geschrieben, gab es hier beim Nasdaq, hier beim S&P 500 Index, als die Trendlinie gebrochen ist, im bärischen Rücksetzer. Und jetzt hier abermals zwei negative Kerzen. Die dritte hat die zwei anderen wieder negiert und ist heute sozusagen an das Maximalkursziel bzw. ein Widerstandsband herangelaufen. Wenn man das jetzt in der unteren Ebene noch sieht, sieht man zuerst an der Special-Marke leicht abgeprallt und dann nochmal ein neues Hoch gemacht und das jetzt hier leicht abverkauft. So, wie kann jetzt der Markt weiterlaufen? Wenn man jetzt hier durch die ganzen Zeit eben durchklickt, sieht man hier jetzt zwei schwarze Kerzen, aber im 4-Stunden-Chart ein Shooting Star, ein umgekehrter Hammer. Sollten jetzt hier wieder die Bären in den Markt gelockt werden, dann ist natürlich der Ausbruch über 18.000 denkbar einfach. Aber diese Kerze könnte jetzt dann wirklich auch ein schönes Verkaufssignal darstellen für diese eingezeichnete und lang ersehnte Korrekturbewegung. Allerdings sollte man eben in den unteren Zeitebenen erstmal nach richtigen Verkaufssignalen schauen, nach trendbestätigten Verkaufssignalen und die gibt es im Stundenchart auf keinen Fall. Und auch im 30-Minuten-Chart ist noch viel zu früh. Hier wäre eben das letzte Tief zu nennen, aber da liegen wir deutlich zu weit weg, um jetzt hier erst theoretisch short zu gehen. Also man muss erstmal noch den Markt in den untersten Zeitebenen vielleicht durchforsten nach Verkaufssignalen, wann zum Beispiel die Wolke negativ wird. Und hier könnte es eben schon leicht erstmal eine rote Wolke sich dann ausbilden, aber noch notiert er definitiv über dem, auch in den 5 Minuten über dem Rainbow. Also hier sollte man trotz den Widerständen bzw. trotz der schönen Kerze trotzdem vorsichtig bleiben. Zum DAX, aber zuerst kurz nochmal zur Volkswagen-Aktie. Die hat hier den Ausbruch jetzt gestern, also am Montag, geschafft. Dann kamen eben schlechte Nachrichten auf. Diese wurden aber direkt aufgekauft. Die Trendlinie hielt. Allerdings kam nachbörslich heute nochmals
negative Nachrichten bezüglich den Motoren auf. Und in Lang und Schwarz haben wir einen deutlichen Verkaufsdruck erlebt und die Aktie steht schon bei 103,5. Also hier wird es auf definitiv spannend sein, erstens ob der Stopp hier hält und zweitens ob es nicht doch eine Übertreibung nachbörslich war und die Aktie wie sich wieder in den Aufwärtstrend zurückkämpfen könnte. Also das bleibt auf jeden Fall auch spannend im DAX. Hier ist es eben auch der Future-Handel. Schauen wir kurz in den Stundenchart rein. Hier hat er versucht nochmal über die 11.000er-Marke auszubrechen. Schaffte er nicht und steht aktuell an der Oberkante des Rainbows. Hier sind jetzt eben zwei auch Shooting Stars ausgebildet worden und im 4-Stunden-Chart sieht es auch nach einem kleinen Verkaufssignal aus, nach der Candlestick-Analyse. Also hier dürfte auch jeder Kurs über diesem Level dann einen erneuten Short Squeeze verursachen. Im Stundenchart hatten wir ja gerade, ist über der Wolke. Also trendbestätigte Verkaufssignale sind hier im Moment auch natürlich nicht auszumachen. So, das war's kurz. Und ja, ich wünsche allen Zuhörern einen schönen Tag noch oder beziehungsweise schönen Abend beziehungsweise neuen Handelstag.